So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Livestream hier auf simsplot.de. Ja, ich glaube, ich muss gar nicht viel erklären, was wir heute machen. Ihr habt schon im Titel gesehen, und zwar die beiden neuen Sets Urbane Mode und Partyzubehör sind soeben erschienen. Oh, diesmal ging alles relativ reibungslos und ich bin mal gespannt, wie das heute alles wird, weil wie ihr schon seht, auch schon im letzten Video gesehen, ich bin umgezogen und jetzt auch final in meiner neuen Wohnung quasi. Genau, das ist der neue Hintergrund. Wie ich schon im letzten Video gespoilert habe, hier wird was sehr Cooles hinkommen. Es ist schon da. Ich habe es noch nicht aufgehängt. Ich verrate jetzt auch noch nicht mal, was es ist. Ich mache es hier mal ein bisschen spannend. So, sind denn schon ein paar von euch mit dabei? Ich hoffe auch, dass heute internettechnisch alles klappt. Ich habe gestern einfach mal so ein bisschen ausprobiert, wie hier so eigentlich die Internetverbindung ist. Es sollte eigentlich gut gehen, aber ich kann für nichts garantieren. Ich meine, ich muss mich hier auch erstmal ein bisschen eingrooven, aber ich glaube, das ist auch recht verständlich. So, genau, schreibt doch gerne mal in den Chat, wenn ihr gerade mit dabei seid, mit zuschaut. Genau, gut. Ich glaube, dann labern wir heute gar nicht lange rum und ich würde einfach mal schon ins Spiel tabben. Ich habe die beiden neuen Packs installiert. Oh, das hat ja sogar fast sehr gut funktioniert. So, okay. Ja, okay, auch nicht ganz. Sekunde, wir haben es gleich. Ja, das ist natürlich hier der klassische Vorführeffekt. So, jetzt passt alles. Ich hoffe, ihr seht mich, ich hoffe, ihr hört mich. Willkommen beim D-Sims 4 Urbane Modeset. Diese modernen Looks sind von einer Zeit und Orten inspiriert, die Ebonix am Herzen liegen. Ja, dieses Set wurde mit der Simmerin Ebonix zusammen erstellt, für alle, die das nicht wussten. Sie ist mutig, unverfroren und reflektiert einen Style, den Ebonix mit der Sims-Community teilen wollte. Ich finde es lustig, dass Ebonix hier in dieser Produktbeschreibung, in der es ja eigentlich ums Set geht, so oft erwähnt wird. Aber ganz ehrlich, trotzdem natürlich cool, dass die Entwickler immer mit Creatoren zusammenarbeiten. Kleiner Spoiler, auch wenn ich finde, dass dieses Set jetzt so aus meinem Bauchgefühl, ohne dass ich die Objekte natürlich im Spiel gesehen habe, jetzt nicht so mein krasses Highlight ist. Aber wir schauen uns natürlich trotzdem ganz unvoreingenommen an. Zukunftsorientierter Retro-Style. Entdecke eine bunte Mischung aus auffallenden Farben und lebensfrohen Mustern. Kultige T-Shirts mit Graffiti-Druck, ein leuchtender Body und glamouröse Fingernägel sind nur ein paar der Möglichkeiten, die dein Sim hat, um sich auszudrücken. Ach, ich find's jedes Mal aufs Neue spektakulär, was die Entwickler da für blumige Beschreibungstexte sich ausdenken können für, ja, manchmal ähnliche Klamotten. Dann weiter, die Sims 4 Party-Zubehör-Set, feiere alles. Diese Dekoration hält sich nicht im Hintergrund. Nicht einmal die Hintergründe. Wow. Koordiniere passende Stücke oder finde neue Kombinationen, um die perfekte Stimmung für jeden Anlass zu schaffen. Jeder Tag ist ein Grund zum Feiern. In diesem Set findest du alles, was deine Sims brauchen, um eine gute Zeit zu haben. Veranstalte eine riesige Geburtstagsparty, auf der es sogar eine Disco-Kugel gibt, oder häng entspannt mit ein paar FreundInnen ab. Ja, so viel dazu. Das ist der Beschreibungstext, der eigentlich immer Lust aufs Spiel macht, aber das dann natürlich nicht unbedingt immer dann auch wirklich erfüllt im Spiel, sage ich jetzt einfach mal so. Gut, ich hoffe auch von der Lautstärke passt alles. Ich habe leider unverhältnismäßig wenig dafür getestet, dass ich ja eigentlich an einem neuen Ort bin. Aber das soll heute mal egal sein. So, okay. Gut, ich mache mir ganz kurz, ihr seht jetzt hier einen langweiligen Sim. Ich mache mir ganz kurz nochmal parallel die Objekteübersicht auf. Das hilft immer ganz gut zu sehen, was man so hat. Ja, die habe ich jetzt hier gerade leider nicht auf meinem PC. Gut, dann fangen wir einfach so an. Dann schnappe ich mir die gleich mal. Wir haben, oh, lass mich nicht lügen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, glaube ich, entweder 27 oder 29 neue Objekte bekommen. Und erstaunlich viele Frauenoberteile. Also jetzt bin ich hier fast ein bisschen überrascht. Das ist ja schon einiges. Gut, gehen wir mal durch. Sieht auf den ersten Blick sehr bunt aus. Wie ihr schon an diesem Hemd hier, was ich heute anhab, sehe. Ich mag auch sehr gerne bunt, aber bis jetzt sieht es schon mal ganz witzig aus.
So, urbane Mode, Mode vor allem. Mode bietet einmal dieses Oberteil hier mit diesem, wie nennt man das denn? Jetzt kommt hier wieder so ein bisschen der Kulturbanause slash Klamottenbanause raus. Ich weiß gar nicht genau, wie man diese Farbgebung nennt. Das sieht fast so ein bisschen aus wie so Seifenblasenwasser, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, doch, okay. Das ist schon mal ganz cool. Obwohl ich sagen muss, würde ich meinen Sims höchstwahrscheinlich nicht so oft anziehen. Obwohl das ein ganz cooles Party-Outfit ist. Da, man hat fast das Gefühl, die Entwickler haben hier so eine Brücke gebildet zum anderen Set, was wir uns gleich noch anschauen. Dann dieses Oberteil. Hier spektakulär besprayed. Gibt's wahrscheinlich auch. Okay, ja, mit verschiedenen Mustern. Ich dachte gerade schon, das sieht ein bisschen aus wie Alienschleim. Möchte ich jetzt hier einfach mal so raushauen, passend. Zu meinem, oh Gott, Hintergrundlicht hier, so, da ist es. Genau, wir gehen mal weiter. Es gibt noch diese Farbkombi mit einem, ja, Kühlschrankhasen, der ein bisschen zu lange auf einer Techno-Party war. Finde ich aber auch ganz witzig. Dann, okay, verschiedene Farben davon. Ja, oh, ist natürlich sehr bunt. Ist bestimmt auch das, was Ebonix da erreichen wollte. Finde ich jetzt persönlich trotzdem nicht so ganz mein Stil. Aber das soll es natürlich gar nicht sein. Ich brauche einmal eure Namensvorschläge ganz dringend im Chat. Da bin ich immer sehr dankbar, wenn ihr mir da was reinschreibt. Und mich würde auch mal interessieren, was denkt ihr denn so zu den Klamotten? Also ich habe ja schon mit Micha in der neuesten Sim-Gehört-Folge, die ebenfalls gestern erschienen ist, so ein bisschen über das Set geredet und wir waren jetzt beide irgendwie nicht so ganz begeistert. Tatsächlich, das hier fand ich ganz cool. Das sah in der Vorschau doofer aus. Da war es diese Farbalternative, die ich auch ein bisschen langweilig finde. Aber die Farbkombi, eigentlich lustig, dass sie das nicht in diesen Objekte-Screenshot mit reingepackt haben. Naja, wer versteht die Entwickler schon? Ist das? Oh, wie hieß sie jetzt nochmal? Irgendwas mit E. Aus Zeit für Freunde. El Ness. Oh nein. Emily, es könnte Emily sein aus der Zeit für Freunde-Erweiterung. Anscheinend die Zahlen hier stellen irgendwie die, oh, was war es nochmal, die Geburtszahlen von Ebonix Familienmitgliedern dar. Auch ganz spannend. Oder irgendwie sowas. Die Zahlen haben auf jeden Fall eine Bedeutung. Wer wollte nicht schon immer mal die Null sein? Also jetzt mal hier so nebenbei erwähnt, das wäre wahrscheinlich ich im Sportunterricht gewesen. So, okay, auch verschiedene bunte Farben, also diesmal sehr, sehr bunt, aber finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt im Kontrast zum letzten Set, was wir hatten mit, wie auch immer es hieß, wie hieß es denn nochmal? Jetzt bin ich schon wieder raus hier, Gothic Style, so, das wollte ich sagen. Ja, ist doch ganz nett, aber das gilt aber schon auch als Sportoberteil, oder? Ja, ich habe es mir schon fast gedacht. Genau, das macht irgendwie auch Sinn, finde ich jetzt persönlich aber irgendwie auch nicht so schön, I don't know. Das ist ganz cool, hatten wir glaube ich in der Art aber auch schon sehr bauchfrei. Schauen wir mal weiter, oh, ich liebe ja diesen Farbton. Ich habe mir extra Bettwäsche gekauft, die auch so diese Farbe hat, das finde ich echt ganz cool. Dann haben wir hier einmal schwarz, wir brauchen natürlich auch immer ein paar neutrale Farben, kann man nicht sagen. Einmal braun, einmal grün, also so ganz gut schon eine Auswahl an verschiedenen Farben, weil manchmal gibt es ja auch so Packs, wo dann nur so braun, grau, schwarz, weiß Töne drin sind oder immer nur so ein ganz bestimmtes Farbfenster, so ein bisschen dunklere Farben und gar nicht so eine, ja, ein bisschen weitreichendere Auswahl, wie es hier der Fall ist, finde ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir dieses Oberteil hier so ein bisschen, ja, mit Textur, sage ich mal, mit so ein paar Fältchen, die das Oberteil wirft. Ja, also ich muss sagen, das Muster finde ich eigentlich ganz cool, weil ich finde, das sieht irgendwie so, sieht auch, ich weiß auch nicht, sieht ein bisschen aus wie so ein Unterhemd, das einfach zu klein geworden ist. Ist jetzt auch nicht so ganz mein Fall, I don't know, aber es gibt bestimmt die ein oder andere Person von euch, die das mega abfeiert und sich wahrscheinlich das Set nur wegen diesem Oberteil kauft. So Leute soll es ja auch geben. Ich weiß noch, ich habe mir zu Sims 3 Zeiten damals das 70er, 80er und 90er Accessoire Pack nur gekauft, weil da so ein einziger Fernseher drin war, den ich unbedingt haben wollte. Kleiner Fun Fact hier an der Stelle. So, ich glaube, die Verbindung ist eigentlich auch ganz gut. Boah, das sieht natürlich krass aus. Ich muss zugeben, ich verstehe das
Oberteil bloß nicht so ganz. Ich weiß auch nicht. Also es sieht zwar irgendwie cool aus, aber so ganz mein Fall ist es jetzt auch nicht. Hey, cooles neues Zimmer. Gut eingelebt? Ja, tatsächlich. Also ihr habt vielleicht auch gemerkt, es sind jetzt auch in letzter Zeit ein paar weniger Videos gekommen. Ich musste sehr viele Möbel aufbauen, habe mich mit einem Sofa rumgequält. Das war eine absolute Katastrophe. Das Sofa ist einen Monat später gekommen. Alles hat überhaupt nicht funktioniert. Aber wie man sieht, es ist jetzt schon so langsam hier wohnbar. Das Wohnzimmer ist fast fertig. Schlafzimmer, fehlt noch ein bisschen Deko auf jeden Fall. Also hier. Ach, Leute, schreibt mal kurz in den Chat. Vielleicht, ich kann euch ja doch mal spoilern, so exklusiv alle Leute, die hier im Livestream da sind. Ihr merkt auch schon, meine Mundwinkel gehen ganz weit nach oben, wenn ich darüber rede, weil das echt cool ist. Ich habe es noch nicht in echt gesehen, aber ich glaube, das ist schon sehr cool. So, wir haben dieses Oberteil hier bekommen. Ja, verstehe ich auch nicht so ganz. Trägt man sowas? Also da kann ich es natürlich nachvollziehen, beziehungsweise hier. Aber trägt man sowas echt bauchfrei? Also, ich habe absolut gar keine Ahnung. Aber jetzt so aus meinem Bauchgefühl hätte ich jetzt gesagt, dass Bauchgefühl, dass man das nicht so trägt. Aber was weiß ich schon. Aber das ist ganz nett, dieses Detail, dass es hier so wellig ist. Auch wenn ich sagen muss, da wäre es doch jetzt cool, wenn es ein Feature gäbe, dass man bei sowas auch das Unter-T-Shirt oder Unterhemd definieren könnte. Das wäre sehr cool, aber leider funktioniert das so nicht. Die Farbe ist spektakulär. Blau und lila. So. Ja, okay, das ist eigentlich ganz cool. Ja. Also zumindest die Farben an sich ist jetzt immer noch nicht so mein Fall. Dann haben wir diese Jacke hier. Finde ich ehrlich gesagt auch so was, gefühlt schon mal im Spiel existiert hat. Ich weiß auch nicht, das zieht sich bei mir manchmal so ein bisschen durch. Ja, auch wieder ganz viele bunte Farben. Sehr knallig diesmal. Nichts Pastelliges, wirklich gar nichts Pastelliges. Ist aber auch gar nicht schlimm. Aber ich finde... Ich finde, das sieht ein kleines bisschen assi irgendwie aus. Ich weiß auch nicht. So, das assoziiere ich damit zumindest. Jeder kann natürlich tragen, was er will. Hm. Ja, ja. Ist auf jeden Fall mit drin. Das kann man auf jeden Fall festhalten. So, dann etwas Bunteres. Diesmal schaut euch das mal an. Das ist so unfassbar random zusammengemischt. Das finde ich schon ein bisschen witzig. Also ganz ehrlich, da hatten wir Packs, bei denen alles gefühlt so nah beieinander war. Und das Set ist das komplette Gegenteil davon. Es ist sehr random. Aber mag bestimmt der ein oder andere von euch. Mir ist es ehrlich gesagt ein Ticken zu random. Aber wenn Ebonix meint, das passt so für sie, dann ist es doch perfekt. Ja, also ich glaube, das ist jetzt eher weniger spektakulär. Ist es das? Nee. Oder? Nee. Ich dachte gerade schon, das wäre quasi das gleiche Modell, bloß anders zugeschnitten. Aber nicht ganz. Dann haben wir, das sieht auch aus wie sowas, was man auf einen Rave irgendwie anzieht. Ich weiß auch nicht. Oder? Also ich glaube, in der Innenstadt würde man jetzt nicht unbedingt damit rumlaufen. Ja, ein Schmetterling. Hier, es gibt ja manche, die gemeint haben, das ist hier schon wieder eine Feenreferenz. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Das ist einfach nur ein bisschen random. Ja, ja, I don't know. Es gibt bestimmt ganz viele von euch, die sagen, oh, ist so süß. Aber mich haut es jetzt irgendwie nicht so um. Dann schauen wir mal weiter. Hosen slash Röcke, was wir da so haben. Urbane Mode. Oh, hä? Irgendwie kommt mir das diesmal so viel vor. Also auch schon in der Kategorie. Das war ja fast wie in so einer kleinen Erweiterung irgendwie. Einfach nur von der Auswahl, die wir da hatten. Vielleicht, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht gehen andere Kategorien dann eher leer aus. Ein Rock hatten wir bestimmt auch schon mal so ähnlich im Spiel. Aber ich glaube mittlerweile, nach 10 Jahren die Sims 4, ist das jetzt auch nicht sonderlich überraschend, sage ich mal so. Ja, why not? Kann man machen, kann man aber auch lassen. Ja, bis jetzt war ehrlich gesagt jetzt kein Objekt dabei, was mich krass wirklich vom Hocker gehauen hat. Bei den Männeroberteilen habe ich da schon was gesehen, was ich cool fand. Die Hose ist jetzt schon ein bisschen individueller, sage ich jetzt mal so. Genau, da kann man natürlich auch eine Strumpfhose unten drunter anziehen. Ist ganz nett, aber wohl, ich glaube, sowas hatten wir, also dass es wirklich hier so offen ist, hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Jetzt habe ich schon so viel geredet, dass ich mal ganz kurz einen Schluck trinken muss. So, jetzt geht's weiter.
Und zwar mit dieser Hose, mit ganz vielen kleinen Stickern oder Prints oder wie auch immer man das genau definieren möchte. Auch eher so eine Schlabberhose. Ja, Sportklamotten. Ich finde es lustig, dass sich die Zahl hier immer so ganz leicht bewegt. Aber es sieht so aus, als wäre es nicht so gewollt. Naja, ist ja auch egal. Das ist jetzt wirklich nicht wichtig. Okay, die Sticker bleiben auch gleich. Pff, hat mir doch irgendwie auch schon mit 5 Packs irgendwie so Hosen. Also was ganz Nettes hier ist schon, wenn man genau hinguckt, dass, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sieht, aber da ist so ein Muster irgendwie drauf. Es sieht so ein bisschen bienenwabenförmig aus, also recht detailliert. Aber sonst würde ich jetzt auch eher sagen, dafür braucht man sich das Set jetzt nicht holen. Aber vielleicht für diese Hose, schauen wir mal die Farben an. Nee, haut mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht um. Ich könnte euch jetzt hier was vorspielen und hier so richtig ausrasten, aber irgendwie lässt mich diese Hose einfach sehr unbeeindruckt zurück. Ich weiß auch nicht. Finde ich jetzt auch nicht so spektakulär. Vielleicht die hier. Oh, die Textur mag ich ganz gern. Das ist so, okay, auch so ein Stoff, der so diagonal verläuft und so ein bisschen Struktur hat. Schauen wir mal bei den Farben nochmal durch. Oh, das sieht irgendwie ganz schrecklich aus. Vielleicht kann man es ja irgendwie ganz gut kombinieren. Einmal in Braun. Haben wir auch so eine normale Jeansfarbe, ja. Ach doch, die Hose ist eigentlich ganz nett. Haben wir bestimmt, ich sag das so oft, aber man muss es sich echt mal ein bisschen vor Augen führen. Gerade wenn man schon so viele Packs hat, hatten wir trotzdem schon mal so im Spiel. Schaut da gerne einfach immer mal kurz vorher durch. Ja. Ich weiß auch nicht. Ist schon ganz okay, ganz nett, aber ist irgendwie auch kein krasses Must-Have. Dafür habe ich gesehen bei den Accessoires, jetzt habe ich hier schon ein Wort zu viel dran gehängt, gab es dann ein bisschen mehr und zwar diese, okay, achso, die Ringe sind natürlich auf jeder Seite gleich, das ist wieder dieses Szenario. Ich glaube, dass wir so ganz viele kleine Ringe hatten, gab es irgendwie auch noch nicht, oder? Also von dem her eigentlich ganz nett. Ja, ist okay. Und diese Fingernägel hier, oh, die sind relativ lang. Kann man jetzt auch gar nicht gut erkennen. Ich finde es irgendwie lustig, dass die Entwickler so viele Fingernägel immer hinzufügen. Gerade, weil man die Fingernägel ja eigentlich gar nicht so doll sieht, oder? Oder sehe ich das falsch? Was meint ihr denn? Ich wollte nur ganz kurz nochmal wiederholen. Hallo an Stin. Und schreibt mir bitte gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Ich möchte meine Sims nicht immer irgendwie hier, was gibt's da immer so, Angela Müller nennen oder so. Das ist dann so ein bisschen langweilig. Da brauche ich eure Namensvorschläge. So was Ähnliches hatten wir im Karnevalsset, nur als Rock. Die Hose mit dem Kreuzmuster an den Seiten. Ja, genau. Also, hatte ich jetzt schon gar nicht mehr auf dem Schirm. So Sachen wiederholen sich dann gerne mal. Die Entwickler sind jetzt auch nicht unendlich, sagen wir mal, inhaltsmäßig unterwegs und haben leider auch nicht unendlich viele Ideen. Jetzt spicke ich trotzdem noch mal ganz kurz in den Blog-Eintrag. Das hilft immer ganz gut. Wo ist er denn? Da ist er. So, dass wir uns noch mal angucken, welche Objekte hier drin sind. 29 Stück waren es. So, das kann ich jetzt hier an der Stelle noch mal teilen. So, jetzt habe ich die Objekteübersicht hier. Gut. Nee, Frisuren brauchen wir gar nicht reinklicken. Das gibt es bei Sets nie. Höchstwahrscheinlich, kleiner Funfact, aus dem Grund. Okay, das haben wir schon gesehen. Das schauen wir uns jetzt nicht nochmal an. Die drei Sachen sind aber neu. Aus dem Grund, weil Frisuren deutlich länger brauchen in der Entwicklung als Objekte. Und die Objekte werden immer an ganz viele Künstler outgesourced, also das Entwicklerteam erstellt die Konzeptzeichnungen, aber es wird dann von irgendwelchen externen Leuten erstellt und die Frisuren werden aber in-house erstellt, also im Entwicklerstudio. Leute, ich bin wirklich so ein Nerd. Welcher Mensch weiß sowas? Aber vielleicht habe ich euch jetzt hier gerade ein bisschen weitergebracht, Sims wissenstechnisch. Ist ja vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das Pink ist irgendwie schon lustig. Das passt ganz gut zu der Hose vom Stoff. Das ist, glaube ich, soll der gleiche Stoff darstellen. Das finde ich echt ganz nett. Das habe ich auch schon in der Podcast-Folge gesagt. Glaube ich, tatsächlich mein Highlight aus diesem Set, muss ich ehrlich sagen.
Dann haben wir das hier. Das hier erinnert mich so ein bisschen an so einen Sim, der hier schön an den See geht und jetzt erstmal seine Angel da reinhält und dann sowieso keinen Fisch fängt. Naja, aber ich glaube, sowas ist ja gerade auch relativ in. Ich meine, es gibt nicht so viele Leute, die hier sowas anziehen, deswegen, ich habe auch nicht so viel Ahnung. Ihr könnt mich natürlich gerne im Chat korrigieren, falls ich da falsch liege. Und ja, an sich ja keine schlechte Jacke, hatten wir aber auch schon tausendmal im Spiel, glaube ich, auch im Basisspiel gibt es so eine ähnliche. Komm, jetzt schauen wir nochmal ganz kurz, aber das ist dann halt so ein bisschen boring irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder? Hier so in der Art. Okay, die ist jetzt vielleicht nicht ganz 100% gleich, aber ich wette so eine Jacke. Warte mal, mit Knöpfen. So. Basisspiel. Ah, okay, vielleicht. Nee, Quatsch. Wir gucken mal. Jacken. So, Jacken. Es gibt schon. Irgendwie. Na, vielleicht auch nicht ganz. Vielleicht ziehe ich meine Aussage wieder zurück. Die geht zumindest vom Model her durch. Aber zumindest, ich glaube, Jahreszeiten war es, meine ich. Da gab es eine Jacke, die so ähnlich aussah. Ist natürlich auch immer die Frage. Es ist ja manchmal auch ganz gut, ein bisschen Auswahl zu haben von Sachen, die schon existieren. So. Dann, ich spickel hier nochmal ganz kurz. Wir haben neue Schuhe bekommen. Die habe ich noch nicht gezeigt. So, das passt doch perfekt. Du hast nämlich auch keine an. Ah, da sind sie, glaube ich, schon. Aber ich will mich mal vergewissern, dass es wirklich die sind. Okay. Ja, die sind ganz schön hoch. Und ihr müsst mal darauf achten, die Füße werden, beziehungsweise die Beine werden dann einfach kleiner, weil die Sims natürlich nicht, wenn die 10 Meter hoch sind, die Sims-Füße dann auch 10 Meter hoch gehen. Ist eigentlich ganz witzig. Die sind schon cool. Ich glaube, so hohe Schuhe hatten wir echt lang nicht. Da wäre es jetzt aber schön, dass die irgendwie auch in einem vielleicht einfarbig noch irgendwie dabei wären. Aus dem Grund, weil ich finde, dass die schon sehr extravagant sind hier mit dem Feuer. Also kann ich ja verstehen, aber ist auch ganz cool. Aber dann soll es doch bitte, wenn es schon so coole, hohe Schuhe gibt. Ah, okay. Was, eine? Okay, das ist ja auch sehr random. Okay, zwei Farbalternativen gibt es hier auch in neutral. Okay, gut zu wissen. Weiß und schwarz. Schaut da immer mal durch, gerade bei so Mustersachen. Da gibt es oft so kleine Accessoires, die dann wirklich sich hinter ganz vielen hässlichen Farbalternativen teilweise verstecken. What? Wir haben drei verschiedene Accessoires bekommen. Also gefühlt ist in diesem Set, also für ein Set, muss man natürlich immer so sagen, erstaunlich viel drin, oder? So kommt es mir zumindest gerade vor. Die Jacke erinnert mich an die Jacke aus dem Tiny House Pack. Boah, Stin, ich muss sagen, da bist du echt gerade besser informiert als ich, weil da kenne ich mich auch nicht so aus. Können wir uns gleich vielleicht nochmal angucken. Das ist schon ganz cool. Ich glaube, diese Version mit zwei, da gibt es auch einen Fachbegriff, den ich jetzt nicht weiß, mit zwei von diesen Dingern, die da in der Nase drin sind. So nennt man es bestimmt offiziell. Hatten wir, glaube ich, auch noch nie. Ja, okay, auch ganz bunt, weil die waren sonst, glaube ich, gefühlt immer nur in Weiß, Schwarz und Grau erhältlich. Auch wichtig zu erwähnen. Dann haben wir neue Ohrringe, die man aufgrund des Haares der Frau nicht erkennen kann. So, jetzt aber. Finally. Warum wird mir... Ah, so, jetzt nichts mehr angezeigt. Jetzt sehen wir es. Die sind schon sehr groß. Die sind schon sehr groß. Aber schon ganz cool. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus wie so wie so kleine... Oh, nee, da will ich gar nicht dran denken. Wie so kleine Fingerknochen irgendwie, oder? Ich habe hier aber, wenn ich hier livestream, auch die wildesten Assoziationen. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier kein ekliges Gedankenkino gemacht. Nee. Finde ich jetzt aber auch nicht so schön. War das so in den 90ern, /2000ern, /2010er? Was ja so der Stil von dem Pack sein soll in, ich habe keine Ahnung. Naja, so, dann haben wir noch diese Kette auch wieder sehr bunt, also sehr, sehr, sehr bunt bekommen. Okay, aber
die ist auf jeden Fall recht individuell. So eine hatten wir noch nicht mit da so diesen simlischen Schriftzügen. Das ist ganz cool. Und ich meine, damit wären wir auch schon fast durch. Es gibt noch so eine Kopfbedeckung. Genau, das ist hier so ein Kopftuch, so zusammengeknüttelt. Und das gibt's auch in verschiedenen Farben. Grün, blau, schwarz. Ist doch eigentlich ganz nett. Ich glaube, wir müssen nachher nochmal eine Party feiern. Da freue ich mich auch drauf. Ganz nett. Ich glaube, dass es so krass hochgewickelt ist, hatten wir auch noch nicht. Boah, mir fällt gerade auf, wie viele Kopfbedeckungen wir allgemein mittlerweile im Spiel haben. Das ist schon krass. Schaut euch das mal an. Dieser Scrollbalken, da kann man schon ordentlich scrollen. Es sind bestimmt, keine Ahnung, mindestens 100 Objekte. Das ist schon krass. So, damit wären wir tatsächlich im Cast auch durch. Jetzt hätte ich gesagt, wir erstellen mal ein paar coole Sims. Ja, der sieht jetzt nicht so partymäßig aus. Betonung liegt auf cool. Gerne jetzt ein bisschen bunter. Und schreibt mir gerne nochmal Männernamen in den Chat. Die brauche ich nämlich auch noch. Ich habe schon ein paar coole Frauennamen gerade gelesen. Betty Bloom. Betty Bloom finde ich einen sehr lustigen Namen. Betty Bloom. Betty. Nee, so. Das seht ihr jetzt, glaube ich, gerade nicht, weil die Facecam fett davor ist. Bloom. So. Cooler Name. Dann geben wir ihr nochmal eine Hose. Die Arme soll jetzt hier nicht hosenfrei rumlaufen. Das machen wir dann. Ich finde, das passt sogar farblich ganz gut. Aber bitte jetzt irgendwas Einfarbiges. Oh Gott. Obwohl, irgendwie, ich finde, das hat sogar was. Also dieses Farbschema hat was. Okay, aber die Ohrringe gehen. Nee, sorry. I'm sorry. Die kann ich mir wirklich nicht angucken. So, gut. Damit sieht sie doch, ich finde, sie sieht super sympathisch aus. Ach ja, die sieht so aus wie eine, ich habe auch so eine Freundin, die gerne in der Innenstadt fremde Leute anquatscht. Und ich finde, sie gibt mir wirklich solche Vibes, aber auf eine positive Art und Weise. So, dann Männernamen. Leonore. Ich sag jetzt einfach, ich funktioniere den Frauennamen, der hier in den Chat... Hanningston ist ein cooler Nachname, dann mache ich... kombiniere ich den Frauennamen, mache den zu einem Männername. Leonor, auch wenn das wahrscheinlich kein echter Name ist, aber es klingt irgendwie cool. Könnte auch noch so als Name durchgehen. Hanningston. So. Ach ja, aber er braucht auch noch ein bisschen mehr Style. So, was haben wir denn hier? Oh. Ach, die Farbkombi ist aber irgendwie... Das ist ein bisschen ein komisches Grün für dieses Gelb. Gefällt mir jetzt irgendwie nicht so arg. Puh, ach, komm, wir geben ihm mal das Pink. Irgendwie, finde ich, steht es ihm. Samuel oder Graham. Ja, wären auch coole Namen gewesen. Oder wir können ja noch einen dritten Sim erstellen. Wir können jetzt hier zu dritt ihre kleine Party feiern. So, sie, ich habe ja gerade schon gesagt, sie würde Leute in der Innenstadt anquatschen. Deswegen, Beliebtheit, finde ich, passt dann ganz gut. Vertrauensvolle Nachbarin, anspruchsvolle Anwohnerin. Ist auch so random. Wenn man sich mal überlegt, Bestreben sollen ja eigentlich Dinge sein, die so ein Sim bewegt, im Leben irgendwie erfüllen will, damit weiterkommt. Habt ihr euch schon mal irgendwann, auch nur 5 Tage in eurem Leben, gedacht, ach, mein Lebensziel, meine Muse, meine Passion, das, was ich erreichen will, ist anspruchsvolle Anwohnerin? Ich glaube nicht. Und wenn ihr das gedacht habt, dann schenke ich euch hier ein Set. Nee, da habe ich leider gerade keins parat. Witzbold. Komm, ich finde, sie ist so einfach eine coole Socke. So. Wer sagt eigentlich coole Socke? Naja, jetzt habe ich es gesagt. So, aber sie sagt bestimmt coole Socke, oder? Ich finde, das passt zu ihr. Kind des Dorfes. Ja, die ist auch so in jeder Bar immer irgendwie aufzufinden. Man kennt ihren Namen nicht, aber sie hat irgendwie schon 5-mal mit einem gequatscht. So, sie ist gut. Pferdeliebhaberin. Nee, ich glaube, sie ist so die Pferde so crazy hasst, aber so ganz unbegründet. Oder sie wurde mal von einem Pferd gebissen. Das könnte irgendwie auch passen. Kunstliebhaberin. Nee, ich finde... Ich glaube, sie ist auch eher so ein bisschen anti, so. Sie mag so ganz viele Dinge nicht. So ganz viele random Dinge, die Betty.
Die Betty. Aber es ist so schön. Dieser Name passt auch so perfekt zu der Story, die ich hier mir gerade hier aus den Fingern saug. Muss ein Partylöwe. Stimmt, Partylöwe würde noch sehr gut passen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Partylöwe. In welcher Kategorie das jetzt auch immer nochmal war. So, da sehe ich schon Partylöwin. Ja, das ist unsere Betty. So. Für ihn habe ich ehrlich gesagt nicht so eine interessante Background-Story. Ich glaube, er zieht sich cool an, ist aber eigentlich sonst ein bisschen langweilig. So. Unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Aber er ist ein Katzenfreund. Er liebt Katzen. Betty ist ja auch Anti-Katzen. Habt ihr euch bestimmt schon gedacht. Unberechenbar. Passt irgendwie auch. Komm, und jetzt machen wir hier nochmal random. Keine Ahnung. Nicht kokett. So. Gut, haben wir das auch schon. Gut, dann machen wir jetzt einfach nochmal... Oh, wow. Ich glaube, sie ist... Wir haben sie gerade aus dem Weg... auf dem Weg zur Berghainschlange irgendwie hier gerade aus Versehen weggecatcht. Und jetzt ist sie hier in unserem Cast gelandet. So, dann stylen wir dich mal kurz um. Du brauchst ein paar Nägel. Habe ich jetzt einfach mal so entschieden. Ja, die sind schon hässlich. Ja, irgendwie... Oh, nee, die gefallen mir irgendwie gar nicht. Die Farbkombis sind auch ein bisschen komisch. Also, das ist irgendwie so klein, da würde ich jetzt keinen Gedanken dran verschwenden. Es ist cool, dass wir mittlerweile Nägel im Spiel haben. Ui. Aber, ein bisschen unnötig ist es trotzdem. Ah, die Gesamtoutfits habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Das habe ich vergessen. Schauen wir nochmal. Nee, das gab es, glaube ich, nur bei den Männern. Dann machen wir den Genderfilter jetzt einfach raus. Ja, sie kann das auch tragen. Jetzt sieht sie zwar irgendwie nicht mehr so Berghain-Party-mäßig aus, aber das passt jetzt auch. So, boah, irgendwie, das ist schon ganz cool, ja? Das hat was. Komm, lassen wir so. Sie heißt Eleni. Eleni, ja, jetzt bin ich namenstechnisch auch schon raus. Paranoid, Spinnerin. Ja, Kind des Meeres, so. Das war jetzt ein bisschen random, aber es passt ja, denke ich, auch. Eleni Susebein. Ich glaube, ich habe im letzten Livestream auch schon jemand irgendwas mit Bein genannt. Ah nee, das war in einem Video letztens. Ach ja. Übrigens, in einem meiner letzten Videos habe ich angefangen, so kleine Easter Eggs, so einen versteckten Frame zu verstecken. Ja, könnt ihr mal gucken, ob ihr da irgendwas findet. Und jetzt hier mir in den Chat schreibt. Gut, damit hätten wir unsere kleine Truppe hier auch, glaube ich, zusammen. Die könnte eine gute Party feiern. Ich finde, die sehen alle so aus, als würden sie da ordentlich Stimmung machen. So Leute braucht man ja auch immer auf einer guten Party. Gut. Und, ach, jetzt komm, machen wir es einfach. Ich spoiler euch jetzt alle, die exklusiv hier zugucken, wissen es früher. Und zwar hier in den Hintergrund... kommt ein Simsblog.de Neonschild. Genau, ich habe mir auf so einer Website so ein Neonschild bestellt, was quasi das Simsblog-Logo ist in Blau und Grün. Und hier, ach, man sieht sogar hier unten, ah, genau, hier unten ist schon meine Lampe. Die kommt dann natürlich noch auf Nachttisch, der ist bloß noch nicht da. Und dann hier das Neonschild. Ich glaube, das wird sehr cool aussehen. Ich habe es selber noch nicht gesehen, es ist zwar schon da, 30 cm groß. Bin ich mal sehr gespannt, was ihr sagt. So, und zurück ins Spiel. Dann hätte ich gesagt, boah, wo wollen wir denn jetzt mal einziehen? Wo wollen wir denn mal einziehen? Brindleton Bay bietet sich doch jetzt gerade mal an. Oder? Nee, komm. Nee. Wir müssen ja auch ein bisschen bei unseren Sims bleiben. Ich höre schon, was sie sagen. Sie wollen bestimmt nach San Myshuno. Deswegen lassen wir sie mal. Ach man, ich will nicht immer. Ich gehe gefühlt immer nur in die zwei Kandidaten hier rein. Ich will jetzt auch mal in irgendein anderes Apartment. Ja, das können wir uns gleich schon leisten. Das passt sogar, glaube ich, platzbettmäßig. Free Real Estate on. So, jetzt aber. Gut, dann weg mit euch. Boah, ich habe so Durst die ganze Zeit. Ich trink noch mal einen Schluck. Wahrscheinlich müssen wir gleich hier noch eine kleine Pause einlegen. Ihr wisst vielleicht, warum. So, da wären wir auch schon. Jetzt dekorieren wir hier
alles mal so ein bisschen um, dass man sich auf einer Party richtig wohlfühlt. Oje, was habe ich mir hier eigentlich eingebrockt? Das ist alles so klein. Ich glaube, da kriegen wir die ganze Deko gar nicht unter. Naja, wir sehen es gleich. Objekte filtern. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so Nettes zur Auswahl haben. Partyzubehör. Das ist es auch schon. Also hier in der Liste sieht es deutlich weniger aus, als wenn wir es in dieser Objekteübersicht, wo immer 10 in einer Reihe sind, sehen. Dann haben wir einmal dieses Tischchen hier. Das eignet sich perfekt, um da irgendwie Essen drauf abzustellen. Jetzt sehen wir auch die ganze Farbpalette. Auch wieder sehr bunt, aber deutlich mehr neutrale Farben, als ich eigentlich gedacht hätte tatsächlich. Witzig, dass du dieses Apartment wählst. Das hat das Grundstücksmerkmal ruhig. Oh, das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Jetzt nicht so drauf geachtet. Ja, ist halt ein Tisch. Was soll man da jetzt groß zu sagen? Leute, ihr erwartet immer so viel von mir. Was soll ich zu diesem Tisch sagen? Ja, der ist wirklich leider recht unspektakulär. Die Essensauslage, das Herzstück. Ach, das ist ganz praktisch. Okay, das ist ganz cool. Ich glaube, das kann man vielleicht auch... Ich weiß gar nicht. Ich sag's jetzt schon wieder so, aber hatten wir sowas schon mal? Ich glaube nicht. So könnte man auch so einen fetten Kuchen oder so draufstellen. Kuchen macht sich auf einer Party ja auch mal ganz gut. Vielleicht so ein Blechkuchen. Obwohl, ich glaube, in Amerika, da wo die Entwickler ja sitzen, gibt's, glaube ich, gar nicht so diesen Blechkuchen. Ich glaube, das ist so ein Ding, was es hier gibt. Ah, die Tanzfläche. Es ist also wirklich eine Tanzfläche. Auch wenn ihr nicht Zeit für Freunde habt, kommt ihr jetzt in den Genuss einer Tanzfläche? Nee, ich glaube, die Tanzfläche gab es auch schon öfters mit anderen Packs. Ist die jetzt, ist es so eine, die man... Ah ja, okay. Also sie ist unsichtbar, deswegen gibt es höchstwahrscheinlich auch keine Farbalternativen. Genau. Ja. Komm, der Tisch muss jetzt mal weg. Wir machen jetzt hier einen reinen Partyhaushalt. Einfach, damit ich euch die Objekte jetzt hier natürlich ein bisschen zeigen kann. Die Hausbar Schick und Schlürf. Wirklich, wer sich diese Namen immer ausdenkt, das ist ein Träumchen. Gott, Leute, was habe ich mir hier gedacht, hier reinzugehen? Hier kriegt man... Dann müssen wir wohl hier ein bisschen mal was wegräumen. So, das wird hier alles ein bisschen komprimiert. Naja. Vielleicht auch mal ganz gut. Normalerweise zeige ich das ja auch immer so ein bisschen in Anführungsstrichen ohne Kontext. Quasi einfach nur die Objekte, ohne dass man mal sieht, wie es in einem Raum aussieht. Ist vielleicht so fast ein bisschen schlauer. Oh, ich liebe ja diese geometrischen Muster. Da habe ich tatsächlich in meinem Wohnzimmer auch recht viel von. Dann diese Farbalternative. Schade, aber habe ich mir eingebildet, dass es noch viel mehr von diesen geometrischen Mustern gab. Stimmt aber gar nicht. Es gibt hier nur diese Würfel, sage ich mal. Ja, die Bar ist aber trotzdem ganz cool. Natürlich wieder schade, es ist ein Set. Das heißt, wir kriegen keine passenden Theken dazu, liebe Entwickler. Was irgendwie so schon ein bisschen doof ist, ehrlicherweise. Naja, oh, ich habe... Das Problem ist, ich habe mein Lichtsetup hier noch nicht richtig gemacht. Jetzt wird es langsam dunkel. Ich hoffe, dass ich nachher hier nicht komplett im Dunkeln sitze. Ansonsten muss ich vielleicht gleich nochmal die obere Lampe hier anmachen. So, aber zurück zum Thema. Boah, ist das hässlich. Boah, Leute, nee. Oh, das sieht aus wie so irgendwas, was man mit Word so erstellt hat. Mit Word, warum auch immer ich das gerade so extrem amerikanisch ausgesprochen habe. Nee, nee, sorry. Mm-mm. Vor allem, irgendwie ist es so random. Wer dekoriert denn so irgendwas mit diesen komischen Postern? Nee. Also wirklich schlechtestes Objekt ever. Das Partyschild. Noch lange an diese Fete erinnern. Ist aus Holz und zeigt einen peppigen Willkommensgruß, der garantiert die Massen auf deine Party strömen lässt. Ist das... Hat das eine Funktion? Weil es, glaube ich, von der Form genauso ist wie dieser Pfadfinderplan. Da gibt es doch auch so ein Objekt. Ja, okay, auch hier so verschiedene Themen von Geburtstagen. Bisschen was Stilvolleres. Okay, das ist ganz cool. Da haben sich die Entwickler wieder ein bisschen ausgetobt. Auch ändert sich das hier oben so ein bisschen. Ja, ist doch ganz nett. Kann man jetzt nicht krass rummeckern. Dann die Luftschlangen. Ach ja, das ist sowas. Sowas ist eigentlich, finde ich, ganz cool. Oh Gott.
Jetzt meldet sich die Kohlensäure hier. So, hängen wir hier mal alles so ein bisschen voll. Ja, sieht, also das sieht schon, so wie ich das hier gerade mache, ein bisschen aus wie gewollt, aber nicht gekonnt. Aber ist jetzt auch ein bisschen egal in diesem Fall. Kann das hier natürlich auch theoretisch so abwechselnd machen, auch ein bisschen was Buntes. Hier die LGBTQI-Plus-Flagge. Und Rot gibt's auch. Ja, machen wir doch mal so. Das sieht zwar... Oh Gott, das sieht so schrecklich aus. Egal, ich möchte mich jetzt hier ausnahmsweise mal nicht verkünsteln. So, komm, aber jetzt ein bisschen sinnvoller müssen wir das jetzt hier schon mal anordnen. Jetzt ziehe ich euch hier schon mit rein. Ich meine natürlich, ich muss das hier mal sinnvoll anordnen. So, man kommt hier rein, dann ist hier das. Dann haben wir hier Essen. Essen auch immer wichtig. Ja, sieht jetzt ehrlich gesagt nur so mittelschön aus. Oh mein, oh, es ist schrecklich. So vielleicht, ja, das geht gerade noch so. Dann vielleicht in Grau. Ach ja, so, schauen wir mal weiter. Bin ich noch gespannt, wie die Disco-Kugel aussieht. Habe ich ja schon mit Micha in der neuesten Podcast-Folge so ein bisschen spekuliert, weil Micha gemeint hatte, dass er glaubt, dass die Disco-Kugel keine wirklichen Effekte hat. Aber ganz ehrlich, dafür, dass nur Deko ist, ist der Kreis von der Disco-Kugel sehr groß. Fällt mir gerade so auf. Wie machen wir das denn jetzt am dümmsten? So, dann muss ich das nochmal wegmachen. Ja, jetzt haben wir hier trotzdem immer noch zu wenig Platz. Ach komm, als ob die... Ach, jetzt machen wir halt Trick 17. Move. Jetzt habe ich mich dreimal vertippt. Move. Objects. On. BB meine ich natürlich. Jetzt habe ich BB vergessen. So. Gott. Ach, ein Wunder. Wir können plötzlich hier die Disco-Kugel überall hinhängen. Schauen wir mal weiter. Ja, auch relativ unspektakulär. Jetzt wäre es doch cool gewesen. Es hätte noch eine gegeben, die so richtig alle Farben beinhaltet. Das wäre cool gewesen, aber das gibt es leider nicht. Konfetti in Form eines Teppichs, mehr oder weniger. Ach, was muss das für einen Spaß machen, das hier alles wieder wegzusaugen. Kriege ich schon, wenn ich nur daran denke, irgendwie schon so... Zieht es mir hier durch den Körper durch. So, oh, mit kleinen Herzchen, mit Kreisen. Okay, wieder ein kleines Detail. Hier auch buntes Konfetti. Aber so richtig... Das ist ja lustig. Irgendwie alle Objekte gibt es in knallebunt. Aber ich glaube, das Konfetti gibt es nicht in knallebunt. Also in wirklich bunt. Nee, ist ja merkwürdig. Ja, das geht noch so durch, aber... Krass, okay. Das muss man nicht verstehen. Ah, das sieht schon wieder so zusammengewürfelt hier aus. Der Morgen danach. Langsam bricht der Mittag des nächsten Tages an. Das Haus ist verwüstet und überall liegt buntes Konfetti. Es erinnert dich daran, wie viel Spaß du letzte Nacht hattest. Und plötzlich erscheint dir das Aufräumen gar nicht mehr so schlimm. Ach, das sehe ich anders. Ich glaube, das macht wirklich nicht so viel Spaß. So, Ballonbouquet. Das hängen wir hier auch nochmal auf. Ja, sieht irgendwie auch... Ich weiß auch nicht. Sieht so ein bisschen verloren aus, finde ich. Das ist ein einzelnes Ding. Ja, vielleicht, wenn man hier so mehrere platziert. Wäre cool gewesen. Ich glaube, es gibt nämlich die nicht einzeln. Das ist ein bisschen schade. Nee, es gibt echt keine einzelnen Ballons, oder? Okay, ja, die gibt's. Aber nicht so für die Wand, weil das hätte ja irgendwie noch Sinn gemacht. So wie man es ja in echt wahrscheinlich dekorieren würde. Also dann hätte ich die Ballons wirklich eher an der Wand gesehen, als so random auf dem Boden. Wer macht die denn auf den Boden? Ja, und auch wieder das klassische Ding, dass die halt sehr kantig sind, weil die wenig Polygone, sprich, alles besteht ja aus kleinen Dreiecken, besteht. So, ja, das würde hier vielleicht noch farblich reinpassen. Ansonsten auch wieder bunt, neutral, so ein bisschen glamorous. Ja, so, dann pflastern wir hier alles mal damit zu, was nicht gleich bei 3 auf dem Baum ist. Obwohl, ich habe das gerade hier alles wirklich sehr random angeordnet, aber ich finde, so hässlich ist es gar nicht mal. So, vielleicht so, ja. Ich mag eigentlich auch dieses lila-gelb-Gemisch, was hier irgendwie existiert. Dann, was auch immer das hier ist, die Partyleuchte. Aha, okay. Macht die, ich hoffe, die macht cooles Licht, weil sonst bin ich ein bisschen traurig. Weil so scheint sie recht wenig abzugeben.
Partyknaller-Nebelmaschine. Wo sollen wir die denn mal hinstellen? Kommt die hier so an die Bar? Jetzt haben wir langsam nicht mehr so viel Platz. Hier so unten drunter. Das ist ja sowieso kein interaktives Objekt. Das ist auch wurscht. Farbenfroher Partyknaller-Scheinwerfer. Gobolo-Scheinwerfer. Gobo. So. Okay. Ah, jetzt bin ich aber umso gespannter, ob die Sachen hier wirklich einen Effekt haben. Kleine Erinnerung, Zeit für Freunde hatte viel Beleuchtung, viel Partybeleuchtung. Das heißt, wenn ihr euch dachtet, ah, ich brauche unbedingt dieses Set, weil ich neue Partybeleuchtung haben will, und ihr aber Zeit für Freunde habt, dann schaut da doch nochmal rein, ob das euren Ansprüchen genügt, mehr oder weniger. Die Leuchtfasergirlande. Das sieht auch, Ach so, man soll das so, man soll das so aneinander hängen, aber ich... Dann wiederholt sich das ja so direkt. Das sieht irgendwie, finde ich manchmal so ein bisschen... Na, obwohl, ich finde, so krass sieht man gar nicht, dass es sich direkt wieder wiederholt, oder? Es geht sogar. Es geht. Ich habe es mir gerade schlimmer vorgestellt, als es eigentlich ist. Das kann man... Ach so, na, das kann man dann im Live-Modus einfärben. Gebogener Fernseher von Screenger. Den können wir hier auch nochmal unterbringen. Das ist ja sehr cool. Da bin ich mich gefreut. Verstehe ich zwar auch nicht so ganz, was das jetzt mit Party zu tun hat. Nur weil irgendwo ein Licht dahinter ist, heißt es nicht, dass es ein Partyobjekt ist, liebe Entwickler. Naja, so. Oh, das sieht schon sehr cool aus. Ja, die haben auf jeden Fall was. Mag ich ganz gern. Dann sind wir auch schon fast durch. Da haben wir hier mehr oder weniger alles mit neuen Partyobjekten hier zugeballert. Was ist das? Ist das ein Lautsprecher? Der ist aber sehr winzig. Da ist aber wirklich gute Schwingungen, würde ich anzweifeln. Also so klein wie der ist, da kommt, glaube ich, nicht so viel Gutes raus. Naja, Plattenteller, Musik in meinen Ohren, den können wir hier auch noch irgendwo unterbringen. Aber jetzt nicht mehr ins Wohnzimmer, da ist jetzt schon wirklich genügend Platz weg. Was ist das denn hier eigentlich? Das sieht auch ein bisschen merkwürdig aus. Naja, so der Kerzenständer, der kommt jetzt hier mal weg. Das ist schon sehr cool. Also ich glaube, die ein oder andere Person wird das extrem feiern, dieses Objekt. Finde ich eigentlich auch ganz nett. Kann man nicht sagen. Gehen wir auch mal farbentechnisch durch. Ah, okay. Das ist relativ unspektakulär. Ich jetzt auch gedacht, dass es da was ganz Buntes gibt. Aber finde ich ganz gut. Das ist nämlich ein klassisches Alltagsobjekt. Das gar nichts unbedingt jetzt mit dem Partythema zu tun hat. Und jetzt bin ich umso gespannter. Ah, wie das dann in echt aussieht. Okay. Also Leute, ich kann euch beruhigen. Ich bin froh, dass Micha Unrecht hatte. Die Disco-Kugel hat einen Effekt, der sich jetzt irgendwie deaktiviert hat. Check ich nicht. Oder wechselt das immer so? Ja, jetzt... Achso, das sind die Autos. Ich dachte gerade schon, was sind diese kleinen schwarzen Dinge? Der Nebeleffekt hat schon vorher existiert. Jetzt kann man es aber auch mit Objekt quasi einstellen. Einschalten, ausschalten. Wie ist denn das eigentlich? Kann man mit... Einschalten dieses Licht. Das ist ein offizielles Licht. Haben die Entwickler vielleicht auch wieder nicht richtig drauf geachtet. Kann man jetzt auch den Nebel einfärben? Irgendwas ändert sich doch, aber ich check gar nicht genau was. Oder bilde ich mir das nur ein? Doch, doch, ich glaube so ein ganz kleines bisschen. Aber naja, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen albern. Oh Gott, was? Ha, Kacka. Nee. Obwohl, nee, komm. Nee, das passt nicht zu ihm. Also ganz ehrlich, wenn ihr ganz genau hinguckt, oder bilde ich mir das nur ein? Ich meine, dass der Nebel so ganz leicht seine Farbe ändert. Leute, wie cool wäre es denn gewesen, wenn man den Nebel wirklich richtig in seiner Farbe anpassen könnte. Und nicht nur so Pillepalle hier, so ganz leicht, was man wahrscheinlich noch nicht mehr sieht. Wahrscheinlich haben die Entwickler das... Achso, hier vorne. Ich dachte, der Nebel ändert sich. Das wäre doch cool gewesen, oder? Ganz ehrlich. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal so. Die Wohnung sieht jetzt aus einer Mischung aus Trauerfeier und Kindergeburtstag aus. Das ist schön. Oh, mein Kopf sieht mittlerweile auch sehr rot aus, weil das Licht langsam verschwindet. Naja, damit müsst ihr jetzt wohl leider leben. Ich guck mal kurz parallel, ob ich irgendwelche Objekte noch übersehen habe. Es gibt hier doch tatsächlich noch was. Wo waren das? Ach, das ist, glaube ich, ist das Tapete? Wieso wurde mir das denn nicht... Oh. Ich wollte... Das hat gerade so random geruckelt. Jetzt ist es irgendwie wieder weg. Also, schauen wir doch nochmal. Irgendwas habe ich übersehen. Das ist mir irgendwie gerade entgangen. Ich weiß auch nicht.
Was soll denn das eigentlich darstellen? Hä? Vorhang, das muss ich posten. Wieso ist der so flach? Was soll das sein? Hä? Bin ich zu blöd für diesen Vorhang? Hä? Verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich, das sieht ja absolut schrecklich aus. Was soll das darstellen? Also als Vorhang, okay, aber es ist doch kein Vorhang. Machen wir es jetzt hier mal vors Fenster? Nee. Hä? Klärt mich gerne auf, aber das finde ich jetzt sehr merkwürdig. Also wir haben schon also Sets, in denen wirklich Objekte so richtig, richtig, richtig schlecht waren. Also kann ich auf jeden Fall die beiden hier nennen, aber gibt es jetzt auch nicht so oft, dass sie wirklich so katastrophal sind irgendwie. Naja, aber es gibt bestimmt Leute, die auch ganz cool finden. Das hier haben wir irgendwie auch übersehen. Naja, auch verschiedene Farben, auch ganz nett. Ah, auch mit Muster und Sternchen. Ach ja, warum denn nicht? Kann man jetzt nicht viel Negatives drüber sagen. Aber jetzt werden wir, so wie ich das sehe, durch. Nee, aber eins fehlt immer noch. Das hier haben wir auch noch nicht gesehen. Komisch, die wurden mir vorhin irgendwie alle nicht angezeigt. Ja, die Bohle. Ah, obwohl, es geht sogar. Die ist eigentlich ganz gut texturiert. Mit kleinen Schimmer. Oh, das ist schon detailliert, das Objekt. Das ist ganz süß. Ja. Kann man für eine Party auch ganz gut benutzen. Jetzt probieren wir doch gleich mal aus, ob sie da vielleicht die Funktion vom Gartenspaß-Accessoire-Pack recycelt haben. Ich versuche trotzdem mal ganz kurz, ob wir hier ein bisschen Licht reinbekommen. Eine Sekunde. Oh. Nee, hätte ich vorher machen sollen. Das haut jetzt leider nicht ganz hin. Oder? Nee, ich glaube, das lasse ich jetzt mal. Das dauert sonst zu lang. Nee, gut. Müsst ihr wohl jetzt damit leben. Ah! Jetzt geht mir hier allgemein mein Licht abhanden. Ah, wohl ein bisschen besser ist es, glaube ich. Naja, so, okay. Ja, damit wären wir tatsächlich durch. Oh nee, das habe ich... Sag mal, wieso... Jetzt fallen mir hier tausend Sachen auf, die ich vergessen habe. Und das haben wir vorhin auch nicht gesehen? Was ist denn los? Irgendwas ist ganz komisch. So, ah, das war das Objekt, was ich gesucht habe. Oh, das sieht aber... Finde ich jetzt aber irgendwie auch nicht so prickelnd. Ich hätte die wirklich lieber für die Wand gehabt, weil so... Was soll das hier darstellen? Ich finde, das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. Jetzt ist es ein bisschen mehr Kindergeburtstag als Trauerfeier. Obwohl, ne, die schwarzen Ballons. Man weiß es nicht so genau. So, Tapeten gab es ja auch keine, gell? Nee. Okay, gut. Dann schauen wir uns nochmal ein bisschen detaillierter die Lichter an. Ja, das ist schon ganz nett mit der Disco-Kugel. Farbe, dieses Licht... Kann man das dann auch... das macht irgendwie auch wieder nichts richtig. Schade eigentlich. Ja. Dann... Genau, das haben wir schon gesehen. Was macht das Licht hier? Also... Einschalten? Dieses Licht. Also irgendwie... Ich weiß nicht, mit was ich gerechnet habe, aber irgendwie nicht damit. Dieses Licht... Ja, das ist ja jetzt sehr unspektakulär. Also die hätten sie sich auch sparen können. Ja, okay. Dann kann man jetzt hier noch ein bisschen... Ah, Nebel einschalten. Okay, das ist... Ist das neu? Ich glaube, das gab es vorher auch noch nicht. Cowboy-Tanz. Aber das ist cool, dass man die Tanzfläche sieht, wenn man drüber hovert. Tanzen. Komm, unsere Sims hauen jetzt hier mal einen raus. Ihr hört warte, ist hier gerade Musik an? Ich höre es nämlich nicht, weil ich den Ton aus habe bei mir. Naja. Und dann ist die Party halt ohne Musik. So, ihr beide könnt jetzt hier mal ein bisschen tanzen. Moves präsentieren, Armscham. Und, okay, mit der Bohle kann man leider nicht interagieren. Das wäre cool gewesen, wenn sie da mehr oder weniger die Funktion aus dem, habe ich glaube ich schon vorhin gesagt, fällt mir gerade auf, aus dem Gartenspaß-Accessoire-Pack recycelt hätten. Haben sie nicht. Kann man sonst hier irgendwie interagieren? Nee, ich glaube... Ah, das ist noch ganz nett. Aber gab es, glaube ich, auch schon mit Zeit für Freunde, oder? Ausschalten, zuschauen. Komm, jetzt schauen wir doch noch mal kurz. Also, nur, dass ihr mal Bescheid wisst, wie dann noch mal so der aktuelle Objektestand war, mehr oder weniger. Oh Gott. Vielleicht sollte ich einfach mal in die Lampen reingehen. Bin ich blind? Beleuchtung so hier. Ja, jetzt haben wir es gefunden. Hier, das habe ich gemeint. Das ist, glaube ich, quasi das analoge Objekt, oder? Das ist von der... Ja, das ist wahrscheinlich das Gleiche. Man sieht es schon an der Höhe,
dass sie das da recycelt haben. Oder? Jetzt nochmal gucken. Ja, schaut mal, das ist der gleiche Effekt. Also an der Stelle nichts Neues, aber für alle, die Zeit für Freunde haben, gab es hier zumindest noch eine andere Variation. Oh, Cheyenne ist da. Hallo Cheyenne an der Stelle. Eine unsichtbare Tanzfläche, not bad. Funktioniert sie genauso wie in Zeit für Freunde? Genauso nicht, oder obwohl, nee, eigentlich schon, ja, also vom Prinzip gleich. Mittlerweile sind wir auch an dem Punkt angekommen, wo die Entwickler gerne mal Inhalte anfangen zu recyceln und so, aus älteren Packs, naja, genauso wie mit der Beleuchtung hier. Ja, aber was sagt ihr denn jetzt so, wenn man die Objekte jetzt hier so sieht? Muss ich sagen, okay, also ehrlicherweise, ich habe das jetzt auch mittelmäßig maximal hier eingerichtet. Wir können ja noch mal kurz gucken, dass man vielleicht noch mal einen schönen Überblick hat. Es gibt doch auch immer diese vorgefertigten Räume. Da gibt es bestimmt auch eine Variante, die das ein bisschen besser zeigt, wie es dann so aussehen kann. Aber selbst das, ich weiß nicht. Ich wollte nämlich jetzt gerade schon mehr oder weniger zum Fazit kommen. Huch, oh. Ach, jetzt funkt der MoveObjects-Cheat hier rein. bb.moveObjectsOff. So. Zack. Wiederholen wir das nochmal. So. Ah, jetzt tanzt sie hier direkt in einem besseren Ambiente. Ja, also wenn wir jetzt zum Fazit kommen wollen. Ich finde beide Sets, also sonst normalerweise finde ich, ist es bei mir immer so, dass ich so einen relativ eindeutigen Favoriten habe irgendwie. Diesmal muss ich sagen, ich finde die beide relativ mittelmäßig. Und ich muss zugeben, Partyzubehör sah auf den Screenshots irgendwie, glaube ich, ein bisschen cooler aus, als die Objekte eigentlich sind. Also ja, die Luftballons. Wir haben doch schon Luftballons im Spiel. Also ich glaube, jetzt können wir noch mal kurz gucken. Luftballons. Bin ich blind? Luftballons und ein Banner. Ach, die sind wahrscheinlich irgendwie ausgeblendet. Die Suche findet es trotzdem. Naja, es gibt auf jeden Fall Luftballons, das weiß ich. Ist halt dann die Frage, ob man für so ein Event, was so selten passiert, sich dann extra ein Set kauft. Da könnt ihr natürlich auch besser einschätzen wahrscheinlich, wie oft ihr so mit euren Sims feiert, wie oft ihr so gesellschaftliche Ereignisse veranstaltet, wie viel vor allem wichtig Wert ihr darauf legt, weil vielleicht denkt ihr euch jetzt gerade auch so, boah, das sieht so cool aus, ich mag die neuen Inhalte total, aber dann braucht ihr sie auch einfach nicht, weil ihr wirklich selten Partys feiert und euch denkt, okay, ich werde mit meinen Sims Partys veranstalten, tut ihr dann aber letztendlich doch nicht. Oder wenn ihr es macht, dekoriert ihr halt nicht um und dann ist das Set halt auch so ein bisschen witzlos. Also hier würde ich wirklich sagen, bisschen. Also das, ich habe auch schon in meinem Ankündigungsvideo gesagt, das Thema an sich finde ich eigentlich cool. Eigentlich nice, weil Sets gerne so Nischenthemen abdecken können, wo in einem normalen Pack, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht so viele Objekte drin sind, weil das Thema halt sehr nischig ist und in der Erweiterung müssen ja für alle ganz viele Bereiche irgendwie Objekte Platz finden. Und das ist so der einzige Kontext, wo ich sage, okay, Sets haben so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung. Gerade bei Blühende Räume fand ich das ganz gut. Aber hier muss ich halt sagen, auf der einen Seite ist es schon cool, dass es das irgendwie gibt, dass Partymäuse hier auch objektetechnisch abgedeckt werden mit so einem kleinen Pack. Aber auf der anderen Seite halt ehrlich gesagt irgendwie auch einfach unnötig. Und ich finde auch, ach, den haben wir auch nicht gesehen, einige der Objekte einfach nicht so schön irgendwie, ich weiß auch nicht. Es ist halt sehr kitschig. Ich habe ja gar nichts gegen dieses Kitschige, dieses Party-Stil-mäßige. Ihr wisst so, was ich meine. Aber irgendwie ist es das für mich nicht so ganz. Und die urbane Mode, muss ich sagen, war mir einfach deutlich zu random. Da war so viel drin, von allem so ein bisschen was. Es gibt wahrscheinlich viele, die das genau das gut finden. Mich hat es jetzt aber irgendwie auch nicht so umgehauen. Und sehr viele Sachen hatten wir auch schon wirklich
sehr so im Spiel. Bei Gothic-Style habe ich mir noch so gedacht, ach, das ist so ein Stil, der dann in sich ganz gut behandelt wurde. Wir hatten auch, also wir hatten zwar schon öfter so diese Gothic-Richtung, aber noch nie so explizit und dann so viel. Aber ich fand bei dem Set diesmal, ich weiß auch nicht, nichts gegen Ebo, nix. Ich kenne ehrlich gesagt ihre Inhalte gar nicht so gut. Sie macht hier, glaube ich, auch so ganz viel CC. Bestimmt eine tolle Frau, bestimmt auch tollen Cast, den sie da so erstellt, Cast-Inhalte. Ja, aber bei beiden Sets kann ich jetzt sagen, könnt ihr getrost überspringen, ihr verpasst eigentlich nichts. Wenn ihr euch denkt, also was jetzt, wenn man noch was Positives sagen will, ah, da sind sie ja eigentlich schon meine zwei Highlight-Objekte. Die beiden Kandidaten hier wären wahrscheinlich jetzt so meine Highlights. Eigentlich lustig, weil die absolut nichts mit Party zu tun haben. Und meine Lowlights, die zwei Kandidaten hängen ja auch ganz in der Nähe. Da verstehe ich immer noch nicht, was das einfach sein soll. Ich schaue noch mal kurz. Ach, kann ich euch? Ich glaube, ich kann euch das nicht richtig einblenden. Na doch, das geht schon. Wir schauen uns das jetzt noch mal ganz kurz auf dem Screenshot an. So, einen Moment. Ah, jetzt weiß ich nämlich auch, warum mir dieser Screenshot so gut gefallen hat. So, jetzt solltet ihr das sehen. Sekunde, ich schiebe das noch mal so zurecht. Und zwar hier fand, also das hat echt was hergemacht auf diesem Screenshot. Da hat man aber noch nicht so detailliert gesehen, dass es einfach nur ein Quadrat ist. So, das war schon ein bisschen low irgendwie. Ja, hier, also ich muss sagen, der Screenshot, der hier macht schon ordentlich was her. Das sieht sehr cool aus. Aber wirklich, glaube ich, auch nur in dieser Gesamtkomposition. Selbst da sieht das so grauenvoll aus, dieses Bild. Ich hasse es. Es wird verbannt. nee, aber ja, so auf dem Screenshot ganz nett, aber im Spiel muss man sich da schon sehr Mühe geben, dass das alles cool zusammen aussieht. Ich werde immer lilaner, fällt mir gerade so auf. Vielleicht kann ich jetzt doch noch mal ganz kurz, ja, obwohl der Livestream ist sowieso gleich zu Ende. Na doch, machen wir noch mal ganz kurz das Licht an hier. So, eine Sekunde. Damit wären wir dann, denke ich, auch bald am Ende dieses Livestreams angekommen. Ich dachte, ich zeige euch jetzt hier einfach nochmal die neuen Inhalte. So, jetzt war ich hier gerade ganz kurz ein bisschen zoned out. So, gut. Jetzt seht ihr mich auch wieder. Hallo, da bin ich wieder. Zwar nicht von vorne beleuchtet, aber von hinten. Aber mit sieht man mich auf jeden Fall besser. Wie bei fast allen Sets. Nichts, was man jetzt wirklich braucht. Vielen Dank fürs Vorstellen. Sehr gerne natürlich. Ah, live, hu, ihr Lieben. Ich freue mich so, dabei zu sein. Ja, ganz am Ende. Ach ja. So ist das manchmal. Jetzt kann ich euch noch, jetzt muss ich kurz überlegen, Sekunde, jetzt kann ich euch hier noch die Objekteübersicht noch mal kurz vorstellen. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, das sind die Objekte hier des Cars-Setes, urbane Mode, 29 Objekte, Blog-Eintrag weiter unten, die hier 27 Objekte, ja, ich glaube, damit wäre eigentlich auch vieles gesagt. Eben fast gleiches Lighting gehabt wie bei den Screenshots. Ja, das stimmt. Einigermaßen dunkel. So. Ebonix macht viel 60er bis 90er CC. Oh ja, da habe ich mir auch gedacht. Ich muss auch zugeben, ich bin mit Mode auch so schlecht, aber für mich waren das jetzt gar nicht so krass. Also, okay, es war ja. Nee, stimmt ja auch gar nicht. Es war ja explizit 90er, 2000er, 2010er Jahre. Obwohl, ja doch, einige Objekte sind da schon dieser Stil. Gerade das da ist, glaube ich, schon so 2010-ig. Ja, okay, ich wollte nämlich eigentlich sagen, hat für mich jetzt diese Zeit auch nicht so abgedeckt. Aber wenn man sich das genau anguckt, sind da schon einige Objekte dabei, die da so reinfallen. So, gut. Dann hätte ich gesagt, wir sind ganz, ja, langsam hier beim Ende des Livestreams. Ich trinke noch mal kurz einen Schluck, kurz vorm Ende. Ach, jetzt sieht man auch meine Lampe hier in blau. Das wird, glaube ich, ganz cool aussehen, wenn... Ach Gott. Das Bild ist spiegelverkehrt, deswegen fuchtel ich hier so komisch rum. Wenn die Lampe ein bisschen weiter oben steht, hier auf meinem Nachttisch, und dann hier oben das Neonschild hängt, das wird, glaube ich, sehr cool aussehen. Genau. Ja, also es gab Sets in der letzten Zeit, die mich ehrlich gesagt mehr überzeugt haben.
Da waren fast, finde ich, Gothic-Style und Burgen und Schlösser im Januar stärker. Aber wie so oft bei den Sims, ihr könnt das natürlich machen, wie ihr wollt. Wenn ihr denkt, boah, die Sets, das hat mich jetzt gecatcht. Was der Lars hier gezeigt hat, das war Chefkiss. Dann will ich euch natürlich gar nicht von den Sets abhalten. Von mir gibt's jetzt keine Kaufempfehlung oder so, weil dafür, weiß ich nicht, kauft euch lieber andere Packs. Selbst wenn ihr kein Geld habt. Obwohl, wenn ihr kein Geld habt, dann kauft euch auch keine Sets, sondern lieber ein Accessoire-Pack vielleicht. Aber das ist nochmal so ein ganz anderes Thema für sich. Genau, gut. Dann hätte ich gesagt, es hat ja auch erstaunlich gut funktioniert, dieser Livestream, da, obwohl ich jetzt hier in der neuen Wohnung bin. Ich freue mich schon. Ich dachte, hier hinten kommt vielleicht noch so eine Pflanze hin, die sich hier so runterhängt oder so. Muss ich nochmal schauen, was es da so Nettes gibt. Weil ein anderes Thema, wirst du irgendwann wieder Sims 2 streamen? Oh, bestimmt. Stimmt, ich habe ja, boah, das ist schon so lang her. Boah, das ist doch, du hast geschrieben, mal wieder. Das heißt, du bist schon sehr lange dabei, weil ich glaube, das habe ich wahrscheinlich 2018 oder so gestreamt. Das ist schon, das war eines meiner ersten Livestreams, glaube ich. Ja, ich denke, das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Genau. Und ich wollte auch mal so ein paar andere Sims-Teile aus meiner Kindheit so ein bisschen zeigen. Hier so Sims 2 gestrandet und so für die Wii fände ich, glaube ich, auch wieder ganz cool. Es hat schon sehr Spaß gemacht, Sims 2 Haustiere für die Wii zu spielen. Deswegen, ich denke, dem steht nichts im Wege, dass wir demnächst auch noch mal ein paar andere Sims-Titel antesten. Ja, gut. Dann, es hat mich auf jeden Fall wieder sehr gefreut, dass ihr alle mit dabei wart. Es war sehr witzig. Genau, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Ich bin jetzt hier gerade schon im Video-Aufnehmen-Modus, so ein bisschen. Genau, aber sonst könnt ihr trotzdem nochmal auch in die Kommentare schreiben, wie ihr so die beiden Sets fandet. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Genau, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr solcher Livestreams sehen wollt. Einfach mal so gesagt. Bei Instant Gaming könnt ihr auf verschiedene Packs bis zu 50% sparen. Gibt es ein paar ganz gute Angebote. Gerade die Erweiterungen sind da immer sehr günstig. Schaut gerne in der Beschreibung dazu vorbei. Hashtag Werbung natürlich. Da ist auch mein Gewinnspiel verlinkt. Auch Hashtag Werbung. Muss man ja dazu sagen. Es ist immerhin Werbung. Gut. Okay. Damit hätte ich gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Das habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Aber ja. Also dann, schönen Abend euch noch. Ciao, ciao.